Jo Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Daily Shop, der Serie, in der ich euch hier jeden Morgen den neuen Shop in Fortnite vorstelle. Heute kommt hier auch ein neuer Patch online, ihr seht schon hier unten, die Wartungsarbeiten sind geplant, um 10 Uhr gehen die Server offline, vielleicht kommt dann nachher auch wieder ein neuer Shop. Sollte sich der Shop im Laufe des Tages nochmal updaten, werde ich euch natürlich auch direkt ein Video dazu machen. Wenn ihr da nie wieder auch nur einen neuen Shop verpassen wollt, unbedingt ein Abo da lassen und falls ihr immer direkt eine Benachrichtigung bekommen wollt, wenn sich irgendwas hier im Shop passiert, dann einfach auch die Glocke aktivieren. Das lohnt sich wirklich auf dem Kanal, die Glocke anzumachen und die Benachrichtigung zu aktivieren. Und dann würde ich sagen, kommen wir jetzt zum heutigen Fortnite-Shop, wo sich wieder beide Seiten geupdatet haben. Und wir haben, ich würde sagen, einen ziemlich seltenen Skin drin, und zwar den Liebesranger. Er war jetzt schon 200 Tage, fast 200 Tage, nicht mehr im Shop drin. Heute ist er wieder da mit den ziemlich geilen Flügeln. Das waren die ersten Flügel, die es gab, und ich finde sie immer noch mega cool. Außerdem gibt es einen neuen Emote, Pick It Up. Habe ich mir auch noch nicht angeschaut, das werden wir gleich zusammen machen. Gleich zusammen mal ein bisschen drauf reacten. Ich würde sagen, wir fangen einfach kurz mit dem Liebesranger an. Wie gerade schon erwähnt, er war schon eine Weile nicht mehr im Shop drin, fast 200 Tage. Ich finde ihn immer noch ziemlich cool. Der Skin selbst ist jetzt nicht so mein Favorite, aber die Flügel sind auf jeden Fall immer noch ziemlich, ziemlich geil. Auch wenn es inzwischen mehrere gibt, ich feiere die immer noch. Dazu gibt es noch die Tattoo-Hacke. Ja. So, das ist eigentlich ganz cool vom Design her. Geschmackssache. Mir gefällt sie jetzt nicht so krass. Außerdem noch Kuschelbeauftragte mit ihrer Schleife. Die Schleife finde ich richtig cool. Die kann ich auf jeden Fall empfehlen. Zu sehr, sehr vielen weiblichen Skins passt diese Schleife richtig gut. Kuschel Airlines, auch ganz cool. Noch relativ neu. Und dann noch die Kuschelkrallen. Die hat auch einen coolen Sound. Mal was anderes, also für den Preis auf jeden Fall. Okay, kommen wir dann jetzt schon zur rechten Seite. Wie immer, lasst natürlich auch gerne einen Daumen nach oben da. Mal schauen, ob wir heute schaffen, die 6000 Likes zu knacken. Mal schauen, ob ihr das hinbekommt. Dann fangen wir an auf der rechten Seite erstmal mit der Disco Diva. Ich weiß nicht, ich finde den Skin nicht so geil. Meine Maus hängt. Der Backpack ist noch ganz cool, diese Disco-Kugel, aber sie ist mir persönlich zu groß, als dass ich sie jetzt wirklich viel spielen würde. Sie ist halt ultra auffällig. Ich meine, das sagt ja quasi, hey, schaut her, hier bin ich. Deswegen finde ich jetzt nicht so mega nice, um competitive in Anführungszeichen zu spielen. Prisma-Gleiter, immer noch ganz cool, recht schlicht. Dann der Träger-Shuffle. Mit dieser völlig übertriebenen Musik im Vergleich zum Tanz, aber eigentlich ganz cool für den Preis, auf jeden Fall in Ordnung. Dann der Felsenbrecher, diese animierte Hacke, schaut auf jeden Fall ziemlich mächtig aus. Hier ist der Sound. Man hört auch so ein bisschen was bröckeln. Finde ich eigentlich in Ordnung, aber hat mich jetzt nicht aus den Socken gehauen, deswegen ich mir die auch noch nicht geholt habe. Und dann kommen wir jetzt schon zum Highlight des heutigen Tages, und zwar zum neuen Emote. Pick It Up heißt der und kostet 500 V-Bucks, und wir klicken direkt mal drauf. Oh, es ist wieder ein Fortbewegungs-Emote. Nice. Oh, der ist cool. Der ist richtig geil. Vor allem, wenn man mit seiner ganzen Truppe, mit seinem ganzen Squad, alles so hintereinander. Das ist so dieser typische in einer Reihe laufen Dance. Aber der gefällt mir. Also den finde ich richtig geil. Musik ist auch okay. Der wird sich direkt gegönnt. Falls ihr den auch haben wollt, ich verschenke auch heute wieder 1000 V-Bucks an meinen Abonnenten. Also, falls ihr den heute gewinnen wollt, einfach nur ein Abo da lassen. Also diesen Kanal abonnieren, denn ich verschenke das nur an meinen Abonnenten. Und wenn ihr das gemacht habt, wenn ihr den Kanal hier abonniert habt, dann mal ein Hashtag Team Snox unten in die Kommentare schreiben. Oder allen Leuten, die jetzt heute einen Kommentar mit Hashtag Team Snox schreiben, verschenke ich dann 1000 V-Bucks. Im letzten Slot haben wir noch den in schwarz. Ja, ist so ein bisschen Fake Renegade Raider, aber für den Preis schaut der auf jeden Fall cool designt aus. So ein bisschen Schwitzer-Skin kann ich also durchaus empfehlen. Und jupp, das war's dann schon zum heutigen Fortnite-Shop. Ihr könnt gerne mal rechts oben abstimmen, wie ihr den heutigen Shop so fandet, also Top oder Flop. Außerdem könnt ihr natürlich gerne meinen Creator-Code Snoxy eintragen. Falls ihr gerade im Shop seid, gerne mal Snoxy dort eintragen. Alle 14 Tage muss man das neu eintragen, also schaut gerne mal nach. Und dann, ja, wie gesagt, falls ihr noch nicht abonniert habt, könnt ihr es jetzt gerne schnell tun. Auch die Glocke aktivieren, lohnt sich auf jeden Fall. Heute wird es wahrscheinlich auch wieder einen Stream geben. Ich mache ja aktuell so ein paar Kassen Game Streams. Auf die Endcard verlinke ich euch jetzt auch mal den Stream von gestern. Also einfach mal hier draufklicken, wenn ihr euch das mal anschauen wollt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns dort. Ciao! Hey YouTube, what's going on? This is iTalkFortnite back again with another item shop video. Today is June 11th, 2019. Man, this month feels like it's going by really fast. Hope you guys are doing well today. If you're new around here, make sure you subscribe because I do post these daily, as well as other content throughout the week. I didn't upload anything today because I was watching the Nintendo E3 Direct. If you guys want to support me in the item shop today, make sure you use code ITALKFORTNITE. Oh my god, Love Ranger is finally back? I mean, gee, it only took them a whole, like, almost 200 days, right? It was like half a year since this has been back. Love Ranger. Tat Axe.
and I'm buying the Tad Axe. Well, welcome back, Love Ranger. Oh my god, it's been so long. Cuddle Team Leader with Cuddle Bow, Cuddle Cruiser Glider, and the Cuddle Paw. Love Ranger is back. Disco Diva is also back with the Backlink Disco Ball. Wow, Rock Breaker. It's kind of pick it up emote. And we are buying this as well. Cool. Prismatic Glider. It's so colorful. Lazy Shuffle is also back. And Bullseye. This is actually a good shop. This is a good shop. Hope you guys enjoyed. If you did, let me know with a like. Comment down below what you think about the shop and subscribe for daily content. Have a good one now. See ya.